5, 6, 7, 8, 9, 10. Dass, wenn er da angreift, ich praktisch mit der Seite reagieren muss. Ja? Und eben nicht mit dieser Seite. Ja, im Notfall schon, bevor ich getroffen werde, irgendwie, ich habe mich hier verdreht, ja, er haut zu, ne? Logisch mache ich dann was mit meinem Schwert, bis ich mich dann wieder ausgewickelt habe, klar. Aber der Regelfall werde ich natürlich den Schild benutzen, auch wenn er auf die Seite komischerweise mit seinem Schwert angreift, ja, gehe ich auch hier hin. Ja? Also ich benutze immer den Schild, um mich zu kämpfen. Ja? Jeder weiß es. Wenn er den Punkt macht, hat er das Gefecht gewonnen. Wer wird es sein? Wer wird den ersten Treffer landen? Los, Mendon! Jetzt ran! Der Fischer oder der Fisch? Mendon! 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 Getroffen? Nein. Am Rücken? Nein. Getroffen. Damit ist Corporeo der Sieger.
Bravo für Proporio! Proporio den Retiaria! Jawohl, 3, 4, auf! Achso, okay. Das ist auch jetzt Trainer und Sumal Rudis, Oberschiedsrichter dieses Experiments, nun geleitet wurde. Bestimmte Dinge, die ihn auch aus dem Modernen betrieben worden ist, die eine Ausbildung erfahren haben, die in der Regel ca. 5 Jahre gedauert hat. Der Großteil der Gladiatoren. Ugnati! Markus! 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 Hallo, was hau ich um? Pack die Porta auf! Ah, in den Bau! Treffer für Palombos! Palombos! Jugula! Guten Nacht! Palombos stinkt! Palombos! Mach mal richtig gerade hier! Mach was! Mach mal Wiese! Na komm, Jugula! Hallo, Boss! Mach uns klar! Wir fahren Palombos. Ein Punkt für Drakon. Es steht unentschieden. Da liegt er was. Halt den Schild am Körper. Danos. Danos. Wow. Komm weiter. Wow. Weiter aus. Mach die Tür, Gelkrops. Nicht nach vorne, zur Seite. Gut jetzt. Gegen seine Schwerter. Treffer in die Brust für den Momentum. Ja, okay, groß. Und gleich siegreich. Was Bohnen so machen, ne? Bauch einsaugen. Sand und Bohnen. 1, 2, 3. Morgen tun die Ostern.